Ich bin die Josefa Grube, geborene Hagel. Und zwar bin ich in Dagelfing, ist ja Vorort von München, groß geworden. Wir waren 7 Geschwister und wir sind in eine schlechte Zeit groß geworden. 1939 ist unsere Mutter gestorben. Und da begann das Elend. Die Kinder wurden auseinandergerissen. Die Jüngsten kamen in ein Säuglingsheim. 4 kamen in die Hochstraße, in das Münchner Kindlheim. Und mein großer Bruder, der wurde damals zum Arbeitsdienst eingezogen. Im Kinderheim hat es mir gut gefallen. Ein Fräulein war da, die hieß Fräulein Ladis. Die hatte die kleinen Buben. Mein Bruder und ich, wir sind nur ein Jahr auseinander. Und die hat uns nachmittags immer zusammen spielen gelassen. Und die größeren Kinder mussten im Heim schon verschiedene Hausarbeiten machen. Das war während der Kriegszeit. Bis dann 1942 die Fliegeralarme kamen. Da wurden die Kinder vom Heim wiederverteilt. Die Jüngsten kamen nach Gauting in der Säuglingszeit. Meine größere Schwester, die kam nach Augsburg in den Tierpark zum Direktor als Hausmädchen. Eine Schwester kam nach Füssen. Und ich kam in die Hohle Tau zu einer Schwester von meinem Vater. Die hatten einen Bauernhof. Und diese Trennungen, wurde das ein bisschen als Zeremonie gemacht oder wurden die Kinder einfach auseinandergerissen? Ja, wo halt Platz war unter dem Krieg. Genau, aber ich meine, es wurde den Kindern schon gesagt, wir müssen euch jetzt aufteilen, bitte verabschiedet euch von euren Geschwistern. Das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, weil ich war da auch erst 10, 12 Jahre, nicht einmal. Und ich kam in die Hohle Tau. Und da gab es natürlich viel zum Erleben. Hühner, Schweine, alles Mögliche. Und mir hat es anfangs gut gefallen, aber mit der Zeit bekam ich Heimweh. Und da gab es einen Postboten vom Dorf, der hat mich nach München mitgenommen. Und so kam ich wieder nach Hause. Das war zwischen 42 und 43. Und da wohnte ich in Dagelfing, neben der Rennbahn.